Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie anlässlich der Schlagzeilen rund um Italien zu einem kurzen Update begrüßen. Die Kapitalmärkte haben sehr sensibel auf das reagiert, was sie in den Medien und über die Schlagzeilen verfolgen konnten. Die Risikoaufschläge von italienischen Staatsanleihen gegenüber deutschen Papieren sind doch ordentlich angesprungen. Sie können das hier im Chart gut nachvollziehen. Aktuell die Zinsdifferenz zwischen 10-jährigen deutschen Staatsanleihen und ihren italienischen Pendants wieder bei 2,8%. Also das ist ein Wert, der doch durchaus anzeigt, dass die Kapitalmarktteilnehmer durchaus nervös auf das reagieren, was man hier aus Italien vermeldet bekommt. Das ist allerdings nicht der einzige Punkt, der Anlegern und Kapitalmarktteilnehmern momentan hier auf der Seele liegt. Wir sehen insgesamt, dass aufgrund dieser Verunsicherung auch der systemische Stress, der beispielsweise durch die Europäische Zentralbank gemessen wird, dass der wieder leicht ansteigt. Und wir sehen hier auch im Chart, dass dieser Anstieg natürlich von einem sehr, sehr niedrigen Niveau erfolgt. Das heißt, wir hatten eine Phase, bei der der systemische Stress aufgrund der sehr, sehr niedrigen Zinsen und aufgrund der Anleiheaufkaufprogramme der Europäischen Zentralbank extrem niedrig war, vielleicht sogar zu sehr nach unten verzerrt. Und was wir nun sehen, kann man auch vielleicht als eine Normalisierung betrachten, die in einem Umfeld, wo die Renditen von Anleihen so niedrig sind, dass Risiken kaum noch eingepreist werden, respektive vernünftig vergütet werden, dass hier natürlich die Vermögenspreise und auch die Marktteilnehmer sehr, sehr sensibel reagieren. Wenn wir das also kurz zusammenfassen, dann müssen wir festhalten, dass wir auf der einen Seite sehen, dass die italienische Volkswirtschaft vor erheblichen strukturellen Problemen steht. Wir sehen sowohl bei der Arbeitslosigkeit, beim Wirtschaftswachstum, aber auch bei den Schulden sehr schlechte Kennzahlen. Und diese Probleme, die sind natürlich ein idealer Nährboden für populistische Parteien, für große Versprechungen. Und das alles führt am Ende des Tages dazu, dass hier die Notenbank wahrscheinlich wieder reagieren muss. Man muss schauen, wie man das Land stützt. Man muss vielleicht auch schauen, wie man wieder in den Markt eingreift. Dann werden Marktpreise wiederum verzerrt. Und am Ende des Tages kann die Notenbank hier natürlich nur eine Brücke bauen, die die Politik am Ende des Tages nutzen muss. Aktuell sieht es so aus, dass wir eine Brücke gebaut haben über die Notenbank, aber dass die Politik diesen Weg nicht geht, dass man die Reformen, die langfristig sinnvoll sind, nicht einschlägt und dass dementsprechend der Konflikt zwischen den ordnungspolitisch geprägten Ländern, wie beispielsweise Deutschland, und den Ländern, die es über Jahrzehnte gewohnt waren, ihre Wettbewerbsfähigkeit über Schulden respektive über die Abwertung ihrer eigenen Währung anzupassen, dass dieser Konflikt wieder aufpoppt, dass wir wiederum diskutieren über das Thema, was ist Kern der Eurozone, was ist die sogenannte Peripherie und werden wir vielleicht sogar in der Zukunft stärker zwischen den verschiedenen Ländern der Peripherie differenzieren müssen, weil Spanien ist eben nicht Italien. Im nächsten Schritt natürlich die Frage, was können Anleger jetzt tun? Welche Überlegungen müssen wir hier anstellen? Und ein wesentlicher Aspekt, der mir sehr am Herzen liegt, ist Ihnen klarzumachen, dass die Zinsen in Deutschland viel, viel zu niedrig sind. Wenn Sie mal mit mir gemeinsam auf diesen Chart schauen, dann sehen Sie in blau dargestellt den Leitzins, wie er momentan für die komplette Eurozone gilt. Der wird natürlich festgelegt für alle Länder gleichermaßen von der Europäischen Zentralbank. Und hier in Orange sehen Sie einen Zins, wie er eigentlich sein müsste, wenn man eine alte Notenbankregel berücksichtigt. Und Sie sehen schon, der Leitzins für Deutschland, der müsste aufgrund unserer eigenen volkswirtschaftlichen Kennzahlen bei rund 3% liegen. Aktuell liegt er bei 0. Das heißt, die Zinsen sind für Deutschland viel, viel zu niedrig. Das ist positiv für die Unternehmen, sie können sich günstig verschulden. Das ist positiv für die Häuslebauer, das kurbelt natürlich die Konjunktur an, aber birgt natürlich grundsätzlich auch das Risiko von finanziellen Fehlentscheidungen. Im nächsten Schritt müssen wir uns natürlich klar machen, dass der Euro eine Schwachwährung ist. Und diese Schwachwährung ist natürlich ein Problem für all diejenigen, die Gelder hier im Währungsraum allokieren müssen. Und ich habe Ihnen dementsprechend mal den Verlauf mitgebracht, den Sie hier sehen können. Und zwar sehen wir in Orange die Handelsgewichte der Entwicklung des Euro-Wechselkurses und in Blau sehen Sie einen Investmentansatz der Qualitätsanleihen, bevorzugt also Anleihen von Staaten, die über niedrige Verschulden, hohe Wirtschaftskraft, eine geringe Korruption und ein effizientes Steuersystem verfügen. Und was Sie sehr schön sehen können, ist dieser spiegelbildliche Verlauf. Also immer dann, wenn der Euro hier entsprechend an Wert verliert, dann sind Qualitätsanleihen aus anderen Währungsräumen entsprechend gefragt. Wenn der Euro wieder an Wert zunimmt, wie wir das ja im Jahr 2017 gesehen haben, dann sind diese Qualitätsanleihen aus anderen Währungsräumen mit Problemen behaftet. Und auch aktuell sehen wir, dass der Mechanismus, den wir uns im Gesamtportfolio-Kontext wünschen, wieder gut funktioniert hat.
Probleme im Euroraum, schwächerer Euro-Wechselkurs. Wir sehen eben, dass hier andere Währungsräume sich besser entwickeln. Also das Thema Diversifikation kann man über verschiedene Methoden spielen. Hier ganz simpel abgebildet über einen Investmentfonds, der eben Anleihen aus diesen sogenannten Qualitätsländern abbildet. Das soll für Sie aber nur ein Indikator sein dessen, was man tun kann, wenn Sie so möchten, auf der Mikroebene angefangen. Aber wir müssen natürlich das Big Picture, das große Bild im Blick behalten. Und ich habe Ihnen das auch nochmal hier aufgeführt. Wir müssen uns klar machen, die Zinsen im Euroraum, die bleiben auf absehbare Zeit niedrig. Das heißt, die Zinsen sind auch so niedrig, dass die zinsbasierte Altersvorsorge nicht funktionieren kann. Wir sehen bereits eine Schieflage in verschiedenen Systemen. Diese Schieflage hält natürlich an, beziehungsweise wird noch stärker zutage treten, wenn wir hier eine anhaltend niedrige Zinssituation sehen. Gleichzeitig sehen wir auch, dass natürlich das Risiko von schwarzen Schwänen, von politischen Events, die die Kapitalmärkte stark in Mitleidenschaft ziehen können, dass diese Wahrscheinlichkeit natürlich durchaus gegeben ist. Vielleicht auch wieder dieser Aspekt Eurokrise reloaded, also sprich diese Kombination aus schwacher Währung plus hohen Schuldenständen, strukturellen Problemen und einer Vergemeinschaftung, die aktuell noch nicht vollzogen ist und die, je nachdem welchen Blickwinkel Sie da einnehmen, vielleicht auch gar nicht vollzogen werden sollte. Heißt aber letztendlich auch für Sie aus der persönlichen Perspektive, wir müssen uns mit der Anlagestrategie beschäftigen, wir müssen prüfen, welche Klumpenrisiken da drin sind. Die Frage ist natürlich auch, wie stabil ist das Bankensystem, wenn wir hier wirklich auch Probleme bekommen, was Italien angeht, wie steht es dann mit der Sicherheit von Einlagen, können die Einlagensicherungssysteme ein systemisches Event aushalten, wie global ist Ihre Anlagestrategie ausgerichtet, also das ist eine Vielzahl von Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen und der Ansatz, der kann nur sein, mehr Diversifikation umzusetzen, das Portfolio breiter aufzusetzen, globaler zu streuen, das betrifft zum einen den Einsatz verschiedener Vermögensklassen, aber auch die Lagerorte spielen ja eine ganz wichtige Rolle und dementsprechend nehmen Sie die aktuellen Schlagzeilen durchaus als vernünftigen Ansatz, nicht panisch zu reagieren, hier nicht überstürzt irgendwelche Anlageentscheidungen zu tätigen, um Geld aus dem Euroraum in andere Währungen zu transferieren, sondern auf Basis ihrer finanziellen Risikobereitschaft, die man wissenschaftlich messen kann, auf Basis ihrer Vermögensstruktur, die man auf Basis einer kompakten Analyse hier entsprechend analysieren kann, hier entsprechend zu einer sinnvollen Entscheidungsbasis zu kommen. Gerne stehen wir Ihnen natürlich auch für diese Fragen zur Verfügung. Ich darf mich an dieser Stelle bereits für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich wünsche Ihnen alle ein schönes, verlängertes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.